Margareta Jenik, Deutschland hat 2 Punkte verloren in dem diesjährigen Ranking. Wie kann man sich das erklären? Es ist richtig, Deutschland hat 2 Positionen verloren, von der fünften auf der siebten Position abgerutscht. Das ist auf 2 Faktoren zurückzuführen. Zum einen hat sich Singapur signifikant verbessert, vom achten auf den fünften Platz. Und zum anderen gab es auch einige Verschlechterungen in der Betrachtung in Deutschland, insbesondere in den Bereichen der Flexibilität der Arbeitsmärkte und auch der Finanzmärkte. Im Bereich der Flexibilität der Arbeitsmärkte ist Deutschland von dem 115. auf den 122. Platz abgerutscht. Also eine deutliche Verschlechterung eines Bereiches, der ohnehin schon eine Schwäche der deutschen Wirtschaft gewesen ist. Im Bereich der Finanzmärkte sehen wir eine Verschlechterung, insbesondere im Bereich der Stabilität des Bankensystems. Und hier wird das Bankensystem als weniger stabil und weniger vertrauensfördernd betrachtet. Die Schweiz bleibt weiterhin stabil auf Platz 2. Was kann man zur Schweiz sagen? Die Schweiz ist ein sehr stabiles Land. Die großen Vorteile der schweizerischen Wirtschaft sind auch gleich geblieben über die letzten Jahre. Das ist insbesondere die hohe Innovationskraft der schweizerischen Unternehmen und auch der Forschungsinstitute, die in der Schweiz beherbergt sind, sowie eine stabile Infrastruktur und ein stabiles Institutionensystem. Die USA weiterhin auf Platz 1. Wie kann man sich das erklären mit der derzeitigen wirtschaftlichen Situation? Zunächst mal hat die gegenwärtige Wirtschaftskrise in den USA in erster Linie das Finanzsystem betroffen. Das Finanzsystem ist natürlich nur einer von 12 Faktoren, die wir in Betracht ziehen zunächst. Gleichzeitig aber sind viele der großen Vorteile der USA von dieser Finanzkrise noch nicht betroffen worden sind, weil wir da eher an längerfristige und weniger konjunkturabhängige Faktoren schauen. Das sind zum Beispiel die hohe Innovationsfähigkeit amerikanischer Unternehmen, der hohe Entwicklungsstand amerikanischer Unternehmen auch insgesamt, hohe Qualität der amerikanischen Universitäten, der Ausbildung in diesem Bereich auch. Diese Bereiche sind die großen Stärken der amerikanischen Wirtschaft und diese Bereiche sind natürlich von der Krise bisher nicht berührt worden. Gleichzeitig muss ich aber dazu sagen, dass wir Daten von vergangenen Jahren der Berechnung zugrunde gelegt haben, sodass das volle Ausmaß der jetzigen Krise in den Daten noch nicht erfasst ist. Welche andere Länder oder Regionen könnte man noch hervorheben im diesjährigen Ranking? Hier insbesondere China und Russland würde ich gerne hervorheben. Beide Länder haben sich deutlich verbessert, sehr große und sehr wichtige Länder für die Weltwirtschaft. In China sehen wir eine Verbesserung von 4 Positionen in sehr vielen Bereichen, die der Index misst, eigentlich in fast allen Bereichen. Gleichzeitig bleibt aber das Finanzsystem immer noch eine Achillesferse der chinesischen Wirtschaft. In Russland sehen wir ebenfalls eine große Verbesserung von 7 Positionen. Das ist für ein großes Land wie Russland eine sehr, sehr starke Verbesserung. Hier ist diese Verbesserung insbesondere auf die makroökonomische Stabilität sowie auf Infrastruktur und Institutionen zurückzuführen.